Das Thema oder die Behauptung, die im Titel dieses Videos enthalten ist, mag einige verärgern, vielleicht sogar empören. Da wird einfach festgestellt, dass Russland keine Demokratie werden wird. Ja, ich stehe zu dieser These und sie ist sehr einfach zu belegen. Wir können schon davon ausgehen, dass die Tage, Monate oder Jahre von Wladimir Wladimirowitsch Putin gezählt sind. Es würde niemanden überraschen, wenn er in einem halben Jahr nicht mehr Präsident wäre und wenn wir auf seinen Abgang 3 Jahre warten müssen, dann ist es nur eine Verlängerung von etwas, was spätestens seit Februar dieses Jahres zu Ende gekommen ist. Es gibt Menschen, die sehr große Hoffnungen haben, dass nach Putin Russland Demokratie wird, dass vielleicht Alexei Nawalny, der bekannteste politische Gefangene Russlands, der Nachfolger von Putin werden könnte. Das sind alles fromme Wünsche. Das heißt, Nawalny kann Präsident werden, durchaus. Aber dass er eine Demokratie herbeizaubert, das ist ein frommer Wunsch. Die meisten wissen höchstwahrscheinlich, und es sei denn, sie hatten katastrophale Lehrer in der Geschichtslehrer in der Schule, dass sowohl Russland als auch die Ukraine aus der Sowjetunion hervorgingen. Schon nur noch wenige wissen mittlerweile, dass die Sowjetunion ein totalitärer Staat war, dass neben China, neben der Volksrepublik China unter Mao Zedong das schlimmste Monstrum der modernen Geschichte, während Mao in etwa 80 Millionen Menschen oder in seiner Regierungszeit 80 Millionen Menschen umgebracht worden sind, rechnet man, dass in der Sowjetunion, zumindest in der Ära Lenin und Stalins, so bis 50 Millionen Menschen umgebracht worden sind. Aus diesem Staat gingen sowohl die Ukraine als auch Russland hervor, und beide verkündeten zu Anfang der 90er Jahre, dass sie eine westliche Demokratie aufbauen wollen. Die Ukrainer gingen mehrfach auf die Straße, um diesem Wunsch nach Demokratie und nach europäischer Entwicklung Ausdruck zu verleihen. Sie haben mehrfach versucht, sich zu reformieren, sowohl im politischen als auch im ökonomischen Bereich. Und sie haben es trotzdem auch nach 30 Jahren nach dem Kommunismus nicht geschafft, dass diese totalitäre Vergangenheit ganz hinter sich zu lassen. Der Totalitarismus zeichnet sich dadurch aus, dass er sowohl den Pluralismus, das heißt die Freiheit in der Gesellschaft, die Vielfalt, auch die politische Vielfalt in der Gesellschaft abschafft, als auch den Rechtsstaat ablehnt. Und diese zwei Elemente, Pluralismus und Rechtsstaat, zusammengebracht, bilden erst eine Demokratie. Die Demokratie schafft eine Balance von Freiheit und rechtsstaatlicher Ordnung. Und nochmals, die Ukrainer haben diese Balance nicht erreicht.
und sie sind nicht weit davon entfernt. Was man ihnen hoch anrechnen muss, ist, dass sie in einem freien Land leben. Die Ukraine ist ein freies Land mit einem sehr breiten Spektrum des politischen Pluralismus, das bestimmt dem deutschen Spektrum im Nichts nachsteht. Nun, vielleicht merken Sie, worauf das, was ich meine Argumentation hinausläuft. Wenn wir jetzt uns Russland anschauen, dann stellen wir fest, dass in den vergangenen 30 Jahren Russland weder die Freiheit noch die Rechtsstaatlichkeit erreicht hatte. Auch unter dem Präsidenten Boris Jelzin, der, ich schätze, so durchaus ein freiheitsliebender Mensch war, Russland blieb ein nicht-demokratischer Staat mit sehr eingeschränkter politischer Freiheit. Es war doch Boris Jelzin, der im Oktober 1993 die politische Krise, also seinen Streit mit dem Parlament, auf die barbarische Art und Weise beendete, indem er die Panzer vor das Parlament hat fahren lassen und das Hohe Haus hat beschießen lassen, mit der Folge einiger Dutzend umgebrachte Abgeordneten. Und dieser Schritt war überhaupt nicht durch die Verfassung abgedeckt. Es war ein Akt reiner politischer Willkür. Diesem Akt folgte auch eine Verabschiedung der Verfassung, einer neuen Verfassung im Dezember 1993, die ja Zweifel aufkommen lässt, was das Ergebnis des Referendums, das nach der Verabschiedung der Verfassung durch das neue Parlament, nach der Annahme der Verfassung durch das neue Parlament abgehalten wurde. Russland hat im Gegensatz zur Ukraine weder tiefgreifende Reformen des politischen Systems im Sinne der Demokratisierung unternommen, noch gingen die Russen auf die Straße, um die Demokratisierung zu unterstützen bzw. von den nicht-demokratischen Herrschenden zu fordern. Es war da eine kleine Ausnahme, aber vom Ausmaß her war es die sogenannten Bolotnaya-Proteste vom Ausmaß her überhaupt nicht vergleichbar mit den zwei Maidan-Bewegungen in der Ukraine. Warum soll also, und es kommt noch hinzu, dass die Ukraine niemals einen Putin gehabt hatte, der die Reste der Freiheit, die Jelzin hinterlassen hatte, abwirkte, ohne dass er die Rechtsstaatlichkeit aufbaute. Warum, und das ist die zentrale Frage, soll also Russland wie mit einem Zauberstab des neuen Präsidenten die Demokratie schaffen, wenn die Ukraine es in 30 Jahren trotz aller Bemühungen nicht geschafft hatte? Ich bin davon überzeugt, dass die Demokratie in Russland sicher keine Frage der kommenden Generation, also 25 oder 30 Jahre, ist. Und vor dem Hintergrund der russischen Geschichte, die im Gegensatz zur Geschichte der Ukraine immer eine despotische oder tyrannische war, mit der schlimmsten Form der Tyrannei in der Moderne, eben mit dem Totalitarismus, dem heutigen politischen System Russlands voraus
ging und der auch vom heutigen Präsidenten in höchsten Worten gelobt wird, dass Russland vor dem Hintergrund dieser seinen durch und durch unfreiheitlichen Geschichte mit ein paar, mit den 90er Jahren als die, als der freiheitlichsten Periode, vor diesem Hintergrund muss man sich die Frage stellen, ob Russland überhaupt demokratietauglich ist. Und die Zuschauer dieses Videos werden es, und das sage ich mit Gewissheit, nicht erleben. Es kann durchaus passieren, dass Journalisten nach freien Wahlen, die durchgeführt werden nach dem Abgang von Putins, von Demokratie sprechen werden. Aber die Journalisten wissen meistens sehr wenig über Russland. Ich glaube, ich habe mich jetzt klar ausgedrückt und trotzdem noch mit dem, letzten noch auf den Punkt gebracht. Wenn jemand in Russland nach Putin Demokratie erwartet, dann weiß dieser jemand nichts darüber, dass Russland aus einem totalitären System hervorgegangen ist, oder kann dieser jemand einfach nicht logisch denken. Dass es viele solche Menschen gibt, Millionen, ändert nichts an der Tatsache, dass es so ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.